Willkommen zurück zu The Division, mein Name ist Latan und ich begrüße euch ganz herzlich hier zu diesem Gameplay. Heute geht's nach klarer Himmel und zwar auf Heldenhaft und mit dabei ist der Stahleber. Hi. Der Essex. Grüße. Und der Mahone. Winsen. Und dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal los und schauen uns das Ganze an. Wir müssen... jetzt quatscht ihr erst, das kennt ihr ja. Wir müssen ein bisschen andere Strategie fahren, wie ihr das vielleicht aus dem schweren oder Herausforderungsmodus kennt. Denn es hat sich ein bisschen was geändert. Wir müssen uns im inneren Kreis, im Columbus Circle aufhalten. Denn sonst hat man einen Instant Respawn der Mobs. Und wie wir das machen, das werdet ihr jetzt dann gleich sehen. Ich kümmere mich um den Piloten. Mayday, Mayday. Ich wurde abgeschossen. Mein Bein. Ich komme hier erstmal nicht weg. Hier ist im Prinzip alles geblieben wie vorher auch. Die Mobs sind halt ein bisschen stärker, ein bisschen aggressiver, aber im Großen und Ganzen gibt es hier keine Änderung. Wollen wir zum Auto denn, oder? Ja. Boah, ich sehe von hier aus überhaupt nichts. Vielleicht hier durchs Fenster. Du noch weiter nach vorne. Zwei vorne rechts an dem Betonklotz, zwei links. Dann reicht die Smart Cover auf beiden Seiten. Dann geh ich hier hin. Ja. Ja. Baum gelegt. Ui. Lass dich liegen, kommst eh gleich. Ich kann mein Bein nicht bewegen. Ich bin hier fest, verdammt. Halten Sie den Kopf unten. So, ich habe jetzt nicht gerätzt. Das liegt einfach daran, dass wir jetzt gleich einen Checkpoint erreicht haben. Und da kommen dann die Mitspieler sowieso wieder. Das heißt, ihr müsst euch dann nicht bis zum Ende mit den Mobs rumkloppen oder verzweifelt versuchen zu retzen und dadurch vielleicht den ganzen Run versauen. Sondern geht einfach hierher und die kommen dann sowieso hier gespawnt, wie ihr gerade seht. Genau, jetzt werden wir uns ganz kurz besprechen, wie wir unsere Sachen verteilen, wie Immunboxen oder sonst irgendwas oder Munitionsboxen. Und dann geht's gleich weiter. So, wir haben jetzt unsere Skills getauscht und werden jetzt hier über den Laster gehen und gemeinsam den ersten Kasten uns schnappen. Wir werden versuchen, möglichst keine Mobs zu killen, denn es ist so, dass die sowieso instant respawnen. Solange man hier im äußeren Bereich ist. Und deswegen macht es eigentlich wenig Sinn. Ihr seht, wir schleichen uns hier etwas sneaky an. So. Okay. Und mach an. Zeit für die großen Geschütze. Reißen Sie in Stücke. Einmal frei, das war super. Und Kunde? Zweiter ist on. Einmal frei. Gut, Kasten ist drin. Okay. Markcover steht. So, und jetzt wechsle ich auch wieder auf. Genau, mit Fokus linke Seite jetzt bekämpfen erstmal. Gucke, dass wenn der richtige Rechts war. Okay, ich wechsle meinen Skill.
Munibox stehe. Bei Dicke links. Könnte los. Geht doch nichts rechts. Das ist komplett frei, war. Oh oh. Tatsächlich, Dicke, ich zünd. Nein. Nein, ich nein, nein. Trotzdem gezündet, weil, ne, siehst ja. Smart Cover war nämlich alle da eben. Ja, eine halbe Sekunde, ich musste neu setzen. Ja, ja, und es waren zwei Dicke und noch ein paar andere. Ich gebe euch gleich noch eine frische Smart Cover, dann renne ich los, ja? Ja. Dann kannst du dir den D angucken. Rechts ist, nichts gespawnt, einmal frei. Rechts ist zwei Sniper, wenn ihr Private. Ja, muss zurückkommen. Als ich rechts rüber gerannt bin, kam der Respawn rechts. War schlechtes Timing. Mal wirklich warten, bis der Respawn links kommt. Mhm. Dann kann ich rechts. Über uns. Rusher. Weil die rushen gerade. Ja, gut. Ja, ja, dann macht Ladern jetzt den ersten und dann rennen wir rüber. Dann passiert euch schon beim Rüberrennen. Schon haben wir vier Stück, das reicht aus. Dann brauchst du. Wenn auch kein Dead Damage kommt, dann ist es irgendwie ein bisschen besser. Oder? Den ersten macht Gunnar. Nee, ich will nicht, dass ihr abklappt hinten. Ich weiß nicht, wie viel Schaden da reinkommt, weißt du? Deswegen. Büro ist kurz vorm Auslaufen. Jetzt. An. Nächsten macht mal Hunde. Scheiße. War ein bisschen zu früh. Ja, war Panik. Da hättest du ein bisschen Zeit lassen können noch. Ja, ja. Das ist ja nicht schlimm. Aber noch geht's. Jetzt brauchen wir das Smart Cover. Oh, okay, alles ich hatte wieder ready, ja. Ja, ich glaube, ich hatte den ready, weil ich hab... Ich hab gerade gemacht. So. Bestätigung. Lauft hier rum auf die andere Seite. Smart Cover kommt. Smart Cover steht. Hast du drin auch? Oh, der ist mal. Ja, ja, ist ich brauch nur einen Deathling noch, um den Laptop zu machen, dann halt. Aber den müssen wir jetzt erstmal aufladen. Ja. War alle geplant. Aber das macht sich am leichtesten, finde ich, oder? Wenn du als Gruppe jetzt wirklich ja. Das machst. Jetzt, wo sie es geändert haben. Ja, das ging ganz gut. Ja, geht schneller. Man muss halt nur im. Als das Feuer. Ja. Ja, es hat nur Vorteil. Man darf nur halt nicht vergessen, dass wenn man außen jemanden killt, dann ist halt Instant Respawn. Das heißt, wenn ihr das, ja, genau, wenn ihr die Taktik so macht, bringt es euch überhaupt nichts, die Mobs zu killen. Ich nehme wieder die Munibox rein. Rein nur CC dann? Ja, genau. Gruppe nach außen geht CC, wenn die Gruppe innen ist, wird gekämpft. So schaut's aus. Und da ja Smart Cover sowieso Pflicht ist mittlerweile, war. Aber egal, was man macht, ohne Smart Cover ist man. Ja. Zwei Tanks, linke Seite spawned. Sobald ein Deathlink ready ist, Bescheid sagen, ja. Entschuldige, drei Tanks. Vorsicht hinter uns. Rechte Seite. Fokus auf die dicken Heilung bitte. Das ist gut. Im Brandmunition und so hätten wir ja auch noch ein Angebot. Ja, Tür ist ready. Okay. Ja. Ja. Man könnte aber hier bleiben, denke ich, wa? Ja, ich gebe dir und das packst du ja. Ja, ihn erreicht er. Okay, sag, wenn du haben willst. Na dann, mach an, dann machen wir einen Weg.
Oh, ich hab ihn sogar bekommen. Habt ihr noch eine Rollbombe? Pass auf mit der Smart Cover, ja. Deck. Abwehrkontrollsystem zu. Zurück. Zugriff erfolgt. Ah, Smart Cover steht hier. Das Einzige, was jetzt ist, ist, dass der Bus vielleicht nochmal getriggert werden muss, damit er auch weiß, wo er stehen war. Aber das Mike von oben. Ja. Ah, hab ihm gezeigt, wo er steht. Ich glaube, okay, er hat's verstanden. Gut. Dann soll er mal rankommen, der Gute. Er bewegt sich. Nur so ein bisschen. Rechts ist ein bisschen was. Ja, ist ein bisschen schüchter. Aber das Marker war gerade auch weg, ja. Das war die halbe Sekunde, diese traumhafte halbe Sekunde. Ich dachte mir mal, komm, jetzt kannst du stehen bleiben. Ja, eben, ja. Da kann man nichts machen. Manchmal ist der Timing halt einfach doof. Also biegt er sich jetzt? Ja, langsam. Ist ja noch nicht so willig. Lang. Meine Smartcover ist übrigens wieder ready. Smartcover, mein Tee ist wieder ready. Meins auch. Ja, passt. Behaltet die für die Notfälle. Ja, ja. Falls sowas noch kommt. Er nähert sich ja. Ah, der weiß, was ihm blüht, ne? Ich hab keinen Bock herzukommen, ne? Jetzt wie. Ah, der kommt. Ja, man, hier ist auch ready. Ja, über linke Seite kommt er. Denkt an Brand, Sprengen, was wollen wir machen? Sprengen. Ich mach Brand, ihr macht Sprengen. Ah, scheiße, ich hab keinen Brand. Ich mach Sprengen. Aber ich hab keine Ahnung, ich mach irgendwas. Ich muss gucken. Nee, ich weiß Brand. Nicht, ob ich alles dabei hab. Warum, du machst Brand. ja, wenn ich die richtige Taste drücke, ich weiß nicht mehr, ob es hinter uns, hinter uns, hinter uns, hinter uns. Merke ich schon. Also ich kann euch so sagen, 2 ist Spreng. Scheiß die Wand an, Mann. Okay. Digga, hinter uns. Hose gemacht. Ich bin wegfokussen. Wer hat denn jetzt hier gezündet? Wer ist der Schuldige? Ich. Die dicken Finger, oder? Mit Absicht. Sag's nicht mal, mit Absicht. Ich wollte Ruhe reinbringen. Ich glaube, der steht da schon wieder. Steht da schon wieder, bewegt sich, ne? Ja. War die latanische Rettung. Latanische Rettung war das. Okay. Ah, okay, Smart Cover war weg, ne? Ja. Ja, der schießt da hinter seinem Schild. Vor der Rest der Gruppe kippt, dachte ich mir, okay, mach ich hier und retz dich. Okay. Was ist denn mit ihm heute los? Der hat aber auch nicht so richtig die Motivation. Komm rüber hier. Ist deine Munibox ready? Hab ich gemacht, gerade im Moment. Sehr schön. Soll ich mal eine Kiste aufmachen? Nö. Wir brauchen hier echte Kämpfe! Na los! Gefühlt haben wir gleich die ganze Bevölkerung in New York gekillt. Aber ehrlich. Bloß weil der Boss sich nicht rantraut hier. Ah, ich kann ihn aber treffen von hier. Ah, ich schieße auch schon die ganze Zeit auf ihn, aber irgendwie. Ah, jetzt kommt er. Alles. So, 1 war vom Feuer, ne? Ja, du hast. Ne, 1 ist doch. Doch, 1 ist Feuer, 2 ist Spreng. Ja, also da. Frag mich, ich bin nur Reclaimer. Und ich jetzt. Oh, da ist er. Ja, jetzt steht er vor der Tür. Sonst mal wundern, vielleicht mal. Oh, der ist ja schon platt. Jetzt ist. Wieso ist das? Bekomm, ich hab hier noch mit dem Mob rumgemacht. Okay. Da hatten wir aber guten Fokus gemacht, stellen, wa? Ja, ich hab von meiner Position aus kein freies Schussfeld gehabt, da hab ich noch mit dem Mob rumgemacht. Da hab ich die grüne Säule gesehen. Vielleicht mal Deathbeat anmachen. Aber. Smart, glaube ich.
Helikopter. Oder nicht? Mach du die? Die ist da, die Smart Cover. Nö. Taze ist getündet. Hier, nochmal. Und wo ist der letzte? Wo ist er? Doch, kriegst du Smart Cover? Nö, ich hab keine, ich seh keine. Mir zeigt er an, dass und du damit nö, haben wir es. Achso, ich hab eine M1A bekommen. Ich hoffe so sehr, dass er was Gescheites ist. Das ist ein schwerer Verlust für uns. Und ich hab eine Jägermaske bekommen. So, nachdem sich der Bus ein bisschen geziert hat, haben wir dann doch noch gestreckt. Da liegt er rum, mit seinem Schild, hat nichts gebracht. Und dann würde ich sagen, beenden wir an der Stelle den Part. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne ein Däumchen hinterlassen, in die Kommentare schreiben, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt. Und ansonsten würde ich jetzt den Part beenden und damit sagt die Truppe ciao ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.